Roboter sind viel mehr als Maschinen. Das klingt doch logisch. Nicht ethisch zu handeln ist gar nicht möglich. Kommt Ihnen das noch immer logisch vor? Ein autonom fahrendes Auto soll seinem vorprogrammierten Weg immer folgen. Ohne anzuhalten, ohne sich beirren zu lassen, komme was wolle. Fordert das Ihren Moralkodex heraus? Doktorin Janina Loh wird uns durch diese Lektion führen. Sie ist Expertin für Roboterethik am Institut für Technik und Medienphilosophie an der Universität Wien. Sie wird sich mit Ihnen mit Fragen beschäftigen, die zum Beispiel lauten, was ist denn Roboterethik überhaupt und warum ist eine Beschäftigung mit diesem Thema lohnenswert? Würden Sie sich einen Sexroboter um 10.000 Dollar kaufen? Oder würden Sie Ihre Kinder einem autonom fahrenden Auto anvertrauen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns im Folgenden. Ohne diese Grundbegriffe und Diskurse zu kennen, ist eine philosophische Debatte sehr, sehr schwierig. Wie sollen wir darüber reden, wie Roboter zukünftig die Welt mit uns teilen, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was ethisches Handeln denn überhaupt bedeutet? Ganz einleitend könnte man sagen, überall da, wo Menschen sind, wird gehandelt und überall da, wo Handlungen sind, gibt es Werte. Der Mensch ist ein wertendes Wesen und Handlungen unterscheiden wir ganz generell über die Intuitionen und dadurch über die Gründe und über die Werte, die in sie eingehen, von beispielsweise tierischem Verhalten beziehungsweise dem tierischen Instinkt. Menschliches Handeln ist nie neutral, weil eben das Handeln unterschieden ist vom bloßen Instinkt oder vom bloßen Verhalten durch die Werte, die das Handeln leiten. Durch die Gründe, die das Handeln leiten, durch die Prinzipien, durch die Werte, die in das Handeln eingehen, ist menschliches Handeln nie neutral. Das sind natürlich nicht immer nur ethische Werte, es können auch politische Werte sein, es können ökonomische Werte sein, es können ästhetische Werte oder religiöse Werte sein, aber zumindest in einem rudimentären Sinne sind es auch immer ethische Werte, die in menschliches Handeln eingehen. Und deswegen sind auch die Produkte menschlichen Handelns nie ethisch neutral. Es gibt keine neutrale Technik. Technik als Produkt menschlichen Handelns ist immer, zumindest implizit oder unbewusst, durch die Werte gesteuert derjenigen, die Technologien gebaut, kreiert, designt haben. Die Ethik als philosophische Disziplin fragt jetzt danach, was das gute menschliche Leben ist, in der Tradition von Aristoteles beispielsweise, welche Werte im menschlichen Handeln eine Rolle spielen sollten, was gutes Handeln, was schlechtes Handeln ist und wie wir Menschen miteinander umgehen sollten. Und im sogenannten westlichen Kulturraum unterscheiden wir dann zumindest drei große Ethiktraditionen. Es gibt weitere Ethiktraditionen, die hier nicht aufgeführt sind, aber die drei grundlegenden oder fundamentalen, darüber sollten Sie was gehört haben, wenn wir uns gleich dann spezifischer mit der Roboterethik beschäftigen. Zum einen sprechen wir von der Tugendethik, die Sie vermutlich mit dem Namen Aristoteles verbinden. Hier wird die Güte moralischen Handelns nach dem Charakter der Persönlichkeit einer Person definiert. Der moralische Wert einer Handlung wird über den Charakter einer Person ermittelt. Die zweite Ethiktradition ist die deontologische Ethik, von griechisch Deon, das Gesollte, die Pflicht. Hier taucht bei vielen vermutlich zu Recht der Name Immanuel Kant auf. Die deontologische Ethik wird auf Kant zurückgeführt. Hier wird der moralische Wert einer Handlung über die Intention der handelnden Person ermittelt. Also das, was am Ende, was die Handlung leitet, die Gründe, die in das Handeln eingehen, definieren den moralischen Wert der besagten Handlung. Und zum Dritten haben wir die Ethiktradition des Konsequentialismus mit der besonders bekannten Form des Utilitarismus, von lateinisch utilitas, der Nutzen, geht zurück auf Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Hier wird der moralische Wert einer Handlung vor allen Dingen über die Folgen der Handlung definiert und nicht wie in der deontologischen Ethik über die Intention. Nichtsdestotrotz sind alle drei Ethiktraditionen und eben auch viele andere Ethikströme, wie beispielsweise die Diskursethik und auch die Verantwortungsethik von Apel und anderen, sind Teil unseres menschlichen Alltags. Und niemand von uns handelt konsequent nach einer einzigen Ethiktradition. Noch nicht mal die Ethikerinnen und Ethiker, die genau über diese ganzen unterschiedlichen Denkschulen Bescheid wissen. In unserem Alltag mischen sich all diese Ethiktraditionen zusammen und wir Menschen haben den großen Vorteil, dass wir in einer Situation mal so handeln können und in einer anderen Situation mal anders handeln können. Und wenn wir in Dilemmasituationen kommen, können wir entweder mit den Schultern zucken und können uns einmal tugendethisch beispielsweise entscheiden, wir können uns auch einmal deontologisch entscheiden und ein anderes Mal, wenn eine ähnliche Situation auftaucht, spontan konsequentialistisch oder utilitaristisch handeln. Das ist etwas, was viele Leute als gesunden Menschenverstand bezeichnen würden. Damit komme ich zum zweiten Punkt, zu den zwei Arten von Bereichsethiken.
Ich habe ja gerade gesagt, die Ethik ist eine Disziplin, die sich vor allen Dingen mit dem Menschlichen gegenüber beschäftigt. Jetzt gibt es aber schon seit einiger Zeit einmal solche Ethiksysteme, die sich mit dem Umgang mit einem nichtmenschlichen Wesen befassen. Halten wir beispielsweise die Tiere, ne, das ist die Tierethik. Oder auch die Pflanzen, das ist die Pflanzenethik. Oder auch die Umwelt, das wäre die Umweltethik. Das spielt also nicht primär ein menschliches Gegenüber eine Rolle, sondern ein nichtmenschliches Gegenüber. Und wir haben einen zweiten Teil oder eine zweite Art von Bereichsethiken, die sich mit spezifischen Bereichen des menschlichen Lebens beschäftigen, wo Werte eine Rolle spielen, Prinzipien eine Rolle spielen, die im menschlichen Alltag vermutlich nicht so von Belang sind. Das ist einmal beispielsweise die Medizinethik, die internationale Politik, zum Beispiel die Ethik des Krieges oder die Ethik humanitärer Intervention. In der Medizinethik werden viele von Ihnen, vielleicht solche unter Ihnen, die die Medizin auch studieren, wissen, dass da vielleicht Prinzipien oder Normen eine Rolle spielen, die im menschlichen Alltag nicht dasselbe Gewicht haben oder die vielleicht gar keine Rolle spielen im menschlichen Alltag. Genau, und eine verhältnismäßig junge Bereichsethik für den Umgang mit artifiziellen Systemen, im Konkreten im Roboter, ist eben dem Bereich A zuordnen, ist die Roboterethik, ne, die sich mit dem Nichtmenschlichen gegenüber der Roboter beschäftigt. In Kürze zusammengefasst, die Roboterethik ist die philosophische Disziplin, die sich mit den moralischen, normativen Kriterien befasst, die im Bau von Robotern, im Umgang mit Robotern und im Verhältnis von Menschen und Robotern eine Rolle spielen. Damit komme ich zum dritten Teil, zu den Definitionen und grundlegenden Begriffen. Der Begriff Roboter kommt aus dem Tschechischen von Robota, ich weiß bis heute nicht, ob ich das richtig ausspreche, von Arbeit, Frondienst und Zwangsarbeit und wird eben von Josef Čapek in seinem Theaterstück für humanoide Apparaturen genutzt, die Arbeiten für Menschen unternehmen. Und da merken Sie schon, das ist ein Bereich, der tatsächlich in der Gegenwart auch immer noch eine große Rolle spielt, mit Blick auf beispielsweise die Industrie 4.0. Auf den Bereich komme ich gleich im nächsten Teil des Vortrags auch nochmal genauer zu sprechen. Wenn ich von einem Roboter spreche, dann meine ich Folgendes. Ich habe hier eine Definition zusammengefasst mit, ich glaube, sechs Aspekten. Ich verstehe unter einem Roboter eine elektromechanische Maschine. Das heißt erstmal, nicht alle Maschinen sind Roboter, aber alle Roboter sind Maschinen. Also Roboter sind eine Subklasse von Maschinen. Wir haben beispielsweise auch Toaster und Ampeln und Kaffeemaschinen, die Maschinen sind, aber keine Roboter sind. Ein Roboter ist eine elektromechanische Maschine, die A, über irgendeine Form von eigenständigem Körper verfügt. Und das ist schon philosophisch interessant, weil wo fängt ein Körper an, wo hört er auf? Hat Alexa beispielsweise schon einen eigenständigen Körper? Darüber kann man diskutieren. Ein eigenständiger Körper, B, ein Prozessor oder mindestens ein Prozessor, auch manchmal mehrere Prozessoren, C, mit Sensoren, die Informationen über die Welt sammeln, ausgestattet ist, D, sowie mit einem Effektor oder Aktor, der Signale in mechanische Abläufe übersetzt. Die Elemente B, C und D sind die, die philosophisch vermutlich am uninteressantesten sind. Auch wenn es natürlich zu all diesen einzelnen Aspekten immer noch Ausnahmen gibt. Das Verhalten eines Roboters E ist oder erscheint zumindest autonom. Das ist wieder ein philosophisch interessanter Aspekt, weil es in der Geschichte der Philosophie natürlich unterschiedliche Definitionen von Autonomie gibt. Meinem Verständnis vom Roboter liegt eine sogenannte Light-Version von Autonomie zugrunde. Autonomie heißt hier erstmal lediglich, dass kein direkter externer Zwang vorliegt, dass das System nicht direkt von außen gesteuert wird. Das ist die einzige Bedingung für Autonomie. Drohnen sind unter diesem Begriff keine Roboter, weil Drohnen, zumindest die bekannten oder die meisten Fälle von Drohnen, immer noch von außen direkt von einem Menschen gesteuert werden müssen. Da liegt sozusagen keine, noch nicht mal eine Leitvorstellung oder eine nicht komplexe Vorstellung von Autonomie dem Ganzen zugrunde. Und schließlich kann der Roboter F in seine Umgebung hineinwirken bzw. auf sie Einfluss nehmen. Das ist letztlich, F ist eine Art ein Unteraspekt oder eine Verdeutlichung nochmal des Körpers. Mit Körper meine ich etwas, das in irgendeiner Form eigenständig ist und in die Umgebung hinein agieren kann. Deswegen ist ein Computer beispielsweise auch in dem Sinne kein Roboter, weil ein Computer nicht in Notebook beispielsweise, das manche von Ihnen vor sich haben, das Notebook kann nicht in seine Umgebung hineinwirken, auch das Smartphone kann das nicht. In der Tat sprechen wir aber auch in der Roboterethik auch in einem weiteren Sinne von anderen Dingen. Ich habe das hier mit Verwandten und Bekannten des Roboters angeführt. Wir sprechen natürlich auch in einem sehr allgemeinen Sinne einfach von Maschinen. Wir sprechen auch von künstlicher Intelligenz, wobei künstliche Intelligenz einfach nicht immer verkörpert sein muss. Wir sprechen auch von Computern, wir sprechen von sozialen Medien, von Software, von Hardware und natürlich sprechen wir auch ganz, ganz viel in der Roboterethik von Algorithmen.
also den computationalen und sprachlichen Handlungsvorschriften, die in jedem Roboter in irgendeiner Form vorliegen, ganz klar. Man kann sie vielleicht in einem übertragenen oder metaphorischen Sinne als die mentalen Verhaltensmuster oder gelernten Abläufe eines Roboters bezeichnen. Aber auch da, wir finden Algorithmen in sehr viel mehr Bereichen als ausschließlich in der Robotik. Denken Sie an das globale Finanzmarktsystem. Da sind Algorithmen am Werk, die sehr viel schneller als Menschen und auch für viele Menschen in einer intransparenten Art und Weise Entscheidungen treffen. Und diese Algorithmen im globalen Finanzmarktsystem sind für gewöhnlich nicht verkörpert. Das heißt, sie sind nicht in diesem Sinne, wie ich es hier verstanden wissen möchte, als Roboter zu bezeichnen. Hier im Rahmen der Roboterethik befassen wir uns vor allen Dingen mit Algorithmen, die eben verkörpert sind, die in eine gewisse Hardware eingepackt sind, und zwar in einer Form von Hardware, die dann noch zusätzlich in der Lage ist, in ihre Umgebung hineinzuwirken und mit einem Gegenüber zu interagieren.